So, Butterbier. Ab geht's. In die Wenn drei da drin Wiesen. Ist das totale Chaos herrscht, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Es ist gut, sie zu kennen. Hab's mir auch mal gegönnt. Und wie findest du es so bisher? Sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran, dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Wurden wir entdeckt? Ich glaube nicht. Was hat der Kobold mit Victor Rookwood zu schaffen? Renrock arbeitet mit Rookwood? Der Kobold vom Tagespropheten? Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, los, gehen wir in die drei Besen rein. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein einen Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Danke dafür. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Wie passend. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Renrock und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ja, das mit der Stimme habe ich mir auch schon gedacht. Zum Schloss zurückkehren. Aber ja... Es ist ein Mann, der zur Frau wurde. Das, so viel weiß ich schon. Können wir uns noch mal ein bisschen umsehen hier? Ist da vorne ein bisschen was los hier? Vor allem... Kiste. Ja, natürlich holen wir uns die Kiste. Und was ist das hier? Was? Burgundroter Umhang. Ja, nice. Und Geld. Und eins nach oben noch. Ich würde sagen, wir gehen erstmal noch da hinten.
ich da durch? Ich kann. Und da geht's aber wieder nach draußen. Okay, dann gehen wir aber erstmal hier nach oben. Na komm. Ja, klar ist das zu. Na gut, zwei Sachen extra haben wir gekriegt. Warum ist jetzt dunkel? Wie lange waren wir da drin jetzt? Okay. Ich bin froh, dass Sirona da war. Ich sagte doch, sie ist eine von den Guten. Ja, das stimmt. Sie schien gar nicht eingeschüchtert von Rookwood und Harlow. Du musst mir aber erklären, warum Victor Rookwood es auf dich abgesehen hat. Vielleicht später. Erstmal sollten wir zurück ins Schloss. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich riskiere lieber keine Strafarbeit, weil wir zu spät zurückkehren. Warum sollte man eine Strafarbeit kriegen, wenn wir jetzt gerade Hogsmeade geredet haben? Du musst für die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren. Nutze die Karte. Was wählt die Taste für die Karte von Hogwarts aus, um sie anzuzeigen? Okay. Schneller ist es ein Gemeinschaftsraum. Wo ist der? Wo ist denn der? Südflügel. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert. Astronomieflügel. Ich gehe einfach mal zu der großen Treppe. Ach so. Alles klar. Ja dann, Schnellreise. Na, wie lange dauert's? Ah, nicht so lang. Ach so, okay. Rebellion. Okay, nächster Auftrag. Haben wir gerade irgendwie nicht, könnte es sein? Karte, Aufträge. Sprich mit Professor Fig und gekreuzte Stäbe, erste Runde. Sprich mit Lucan, Battlebury, Professor Fig. Und den finde ich wo? Du hast Eulenpost erhalten. Cool. Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas in dem Medaillon, das wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Okay. Kriege ich einen Marker dafür? Oh ja, ich habe ihn. Okay. Ja, dann schauen wir doch mal, was er gefunden hat. Ich will gar nicht wissen, wie lange die gebraucht haben, um hier die ganzen Sachen auszudetaillieren. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Das ist wohl wahr. Na? Ah, jetzt. Oh, ich will auch mal den Besen haben. Und dann endlich mal rumfliegen. Aber ganz ehrlich, die Putzkraft hier drin ist echt eine arme Sau. Das hier alles sauber halten. Hier rüber. Schön. Rebellion.
Also ich bin ja nicht so der Fan von Studieren, ne? Aber wenn die Schule so aussieht, ja, dann gehe ich auch gern studieren. Da lang. Okay. Ja, kein Geheimnis hier. So, wo ist denn das Büro? Es ist ein einziger Irrgarten hier. Revelio. Alter, krass. Schönes Büro. Man würde ich mal ein bisschen aufräumen, aber. Revelio. Schönes Büro. Okay, dann schauen wir mal. Dafür gibt's Hauselfen. Ach so, muss nochmal. Okay. Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank, sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Dreibesen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Sie wollen das Medaillon. Sie sagten, sie hätten etwas darin entdeckt. Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Schreit nach dem nächsten Bosskampf. Okay. Melde ich bei Professor Hackett. Revelio. Hier gibt's aber erstmal. Oh, was ist das? Aufheben. Professor Fick, als wären meine begrenzten Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Ministerium mich mit der recht unfreundlichen Aufgabe betreut, die Ankunft eines Neuzugangs in Hogwarts vorzubereiten. In der 5. Klasse. Professor Weasley besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre, um einen Neuankömmling an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe Ihnen zu übertragen. Bitte melden Sie sich bei Professor Weasley für weitere Details. Professor Phineas Ligarius Black, Schulleiter. Ja. Okay. Na gut. Und dann hätten wir noch diesen Duellierkampf-Ding, wo wir uns ja melden sollten. So, ist der Hackett weit weg? Sieht schon so aus, als dass wir da ein bisschen laufen müssen. Freundlicher Seele hilft? Bei was denn?
Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Okay. Warum denn? Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Klingt aber ehrlich gesagt nicht so geil, aber ja, klingt furchtbar. Ich lasse mich eigentlich nicht gern mit Gestank einsprühen. Nur wenn du verlierst, was mir nie passiert. Oder zumindest nicht oft. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Bin ich jetzt gemein? Nee. Da haben sie ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Weißt du, wie man sie bekommen kann? Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Ja, sag mal, ich kann nichts versprechen. Mal sehen, es wird vermutlich etwas. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Es klingt nach einer Aufgabe, die erst dann was wird, wenn wir, glaube ich, fliegen können. Nee, das mit den Koboldsteinen will ich jetzt noch nicht machen. Ich will erstmal die andere Mission machen. Was, du musst den Feuermachtzauber lernen, um mit der Geschichte fortzufahren. Ah, Koboldsteine. Koboldsteine. Ah, jetzt habe ich das überall mit der Koboldsteine hier drin. Warte mal, Aufträge. Das da hätte ich jetzt gern. Okay. Das ist jetzt der neue Fokus. Ja, wunderbar. Was bist du? Die beobachten mich. Alles klar. Moment. Habe ich die Seite schon? Okay. Guten Tag. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen, eine Runde Training im Zauberkombination mit Lucian Bettley durchführen. Ach, das ist wieder sowas. Moment. Rebellion. Na grad. Nö. Okay. Der gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Nein, absolut nicht. Also, gucken wir mal. Karte. Ach, die anderen Sachen sind jetzt... Moment mal. Herausforderungen. Aufträge. Das war das.
Ich glaube, ich gehe mal eins von diesen Kobelsteinen nach. Einfach nur so gucken, ob ich nicht doch irgendwas von denen machen kann. Ich gehe mal auf das, was am nächsten ist. Das wäre das da vorne. Na gut, einmal raus. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Definier hohe Orte. Revelio. Ach, da. Akio. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Okay, ich muss also nicht fliegen dafür. Also ich könnte fliegen, aber ich muss es nicht. Ja, dann machen wir den Rest. Der nächste wäre... der hier? Beziehungsweise, ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal dem Marker nach. Na komm. Revelio. Ich fühle mich irgendwie komisch. Akio. Nice. Hammer. 7 von 8. Sehr schön. So, wo soll es jetzt... Ach, ich glaube, das sind hier zwei, kann es sein? Revelio. Wo? Ach, da oben. Akio. Okay, und dann noch eins höher. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, ich versuch's. Ach, da. Akio. Da ging jetzt einfach mal so eine Leiter runter. Muss ich einfach rauf? Ich kann einfach raufgehen. Okay. Und da? Revelio. Ich glaube, das mit dem Wahrsagen wird dann vermutlich noch kommen. Hermine hat es ja total geliebt mit dem Wahrsagen. Oh. Ja. Gut, wieder runter. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, bin ja dabei. Kein Stress. Was haben Sie jetzt vor? Steine suchen. Oh. Akio. Nice. 8 von 8. Revelio. Treppe hoch? Hier hoch? Komm, lass mich durch. Alles okay? Naja, wird schon passen. Okay, ab in den nächsten Turm. Und auch da wieder nach oben. Revelio. Ah, haben wir wieder ein Rätsel. Ein Rätsel für diese Tür vermutlich. Wieder sowas. Nee, dafür habe ich jetzt gerade keinen Stern. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ach, hier. Ja, da oben.
Okay. 4 von 6. Ein Dach. Reparo. Na, nicht Reparo. Oh, das ist der Raum, wo sich die Treppen bewegen. Das Team müsste eigentlich irgendwo Gryffindor sein, oder? Okay. Aber war der nicht eckig im Film, der Raum? Wo die so hin und her geschwungen haben? Das ist wieder so ein Rätsel. Wir müssen aber weiter nach oben. Hier. Nee, Moment. Rebellion. Weiter nach oben. Ach, da geht's weiter nach oben. Okay. Also ich glaube, das wird mich in Hogwarts echt nerven. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Diese ganzen Treppen. Krasse Rüstung. Diese ungewöhnliche Rüstung wurde für einen Troll gefertigt. Dass sie erhalten geblieben ist, grenzt an ein Wunder. Denn Trolle tragen normalerweise keine Rüstung und würden sie selbst verständlicherweise in ihrer Verwirrung oder Wut zertrümmern. Okay. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Doch, kann ich mehr. Okay, dann fehlt nur noch einer. Was ist? Schicker Löwe. Nice. Was ist das für ein Raum? Sind das die ganzen Errungenschaften von Hogwarts? Hogwarts Preis für Kräuterkunde. In Anerkennung beispielhafter Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kräuterkunde verleiht Hogwarts diese besondere Auszeichnung an Mirabelle Garlic, Hufflepuff im 7. Jahr. Von Alraun über Mistelzweige und Ubotublern bis hin zu springenden Knollen. Ihre Arbeit mit der Pflanzenwelt hat alle Erwartungen übertroffen. Okay, wirklich generell Auszeichnungen für die Schule. Ob meine Rebellion. Dinge über Astronomie lernt? Ach da. Ach hier. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Niedlich. Okay. Ja, dann haben wir die alle. Guten Tag. Bisschen gruselig, dass die Statuen sich bewegen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Also, wieder runter. Also, liebe Magier, so ein Aufzug wäre halt schon nichts Schlechtes. Aber, Moment. Nee, ach so, das war der von vorher. Ich könnte eigentlich auch Schnellreise machen, aber irgendwie rumlaufen ist irgendwie angenehmer. Sieht man ein bisschen was von Hogwarts. Komm! Lass mich durch! Dankeschön. Oh, mach das nicht. Das muss doch nicht sein. Was denn? Ich glaube, weit dürfte es nicht mehr sein. Komm. Lass mich durch. Ah, jetzt. Hängebrücke. Das war gar nicht aufgefallen.
So, junge Dame. Ich hab deine Steine. Ach, da ist sie. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Ja, weil ich habe mich bewegt, im Gegensatz zu dir. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Was? Ich könnte die behalten? Nee, will ich eigentlich nicht haben, aber natürlich. Ja, da kannst du sie haben. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein, obwohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Ja, sei mal nett. Es war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Jetzt spielen sie bestimmt mit. Gute Idee. Ja, nicht wahr? Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Viel Glück. Aber es klingt auch irgendwo echt eklig, ne? So, machen wir mit der Hauptquest weiter. Also, wir müssen noch... Ne, warte mal, Aufträge. Ja, Moment. Mach mal das als erstes. Karte. Schnellreise, geht es? Der Südflügel. Wir können zum Südausgang. Nee, dann laufen wir lieber hin. Und kriegen dann eventuell Schnellreisepunkt. Na komm. Ach, das ist die Hängebrücke hier. Okay. Rebellion. Hier gibt es aber nichts Besonderes zum Mitnehmen. Sammeln. Entschuldigung. Wenn man es nicht ganz dringend nötig hat, sollte man spezielle Toilette meiden, das eine von Peeves liebsten Orten für Streiche sein soll. Oh. Maul hat mir der Spaten erlaubt, in jener Schüssel, aus der ich streckte, mein Haupt. Solange es bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves, ich bin spät dran. Mich aufhalten, das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie mir zu. Ansehen. Okay, auf diese Toilette gehen wir schon mal nicht. Unheil mit der Kanone über sie brächte. Rebellion. Da gibt's auch wieder ein Geheimnis. Sammeln. Auf dieser Karte ist, was? Argyllshire gebildet, eine Region in Schottland, zu der die Herbriden gehören, die Heimat der schwarzen Herbridendrachen. Okay. Oh, Kiste. Was willst du? Komm schon, Annabelle. Es ist okay. Wer spielt da Musik? Das sind die Gemälde? Das sind die Gemälde. Cool. Gryffindor-Turm. Lass mich durch. Mach schneller. Krass. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben.
Ich wollte gerade sagen, warum ist es das dunkel? Revelio. Okay, Schnellreise Hammer. Immer. Oh, Gigapanel. Ach, hier. Her mit dir. Ach. Ach so, hier wird dann duelliert. Bevor wir das aber machen, will ich erstmal den Hof hier anschauen. Oh, schön. Moment mal. War das nicht der Platz mit dem Showdown im letzten Film? Oder sehe ich das jetzt gerade falsch? Na, da runter, glaube ich, ging es zu Hagrids, oder? Der Platz mit dem Showdown war woanders, aber das sah so ähnlich aus. Ah, wie ist die Performance auf dem PC? Ja, bis jetzt bei mir ganz okay. Ist so zwischen 40 und 60 FPS. Es läuft eigentlich. Kann ich dir helfen? Weiß ich nicht, sagst du mir. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Das schmeichelt mir. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ja, wie jetzt? Ich muss jetzt direkt den Club beitreten. Ja, gut, was ist? Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Ja, das Ding ist, ich muss. Also ja, ja mach ich trete mal. An. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Ach, das ist 2 gegen 2. Da bin ich gelbe Schille mit Kontrollzaubern wie dem Levitationszauber Levioso. Ziel der Mission, okay. Ja, ich werde abkacken. Levioso. Okay, das ist noch relativ einfach. Ja, ziemlich easy going. Okay, einfach. So könnte ich mich nie duellieren. Wie meinst? Ich hab einfach nur draufgehaut. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Ja, wie jetzt? Ich mach das ja nochmal. Ach so, er läuft jetzt wieder dahin. Okay, eine Runde Training im... Was? Eine Runde Training im Zauberkombination mit Lucan Battleby durchführen. Ist er hier? Ja, machen wir erstmal die zweite Runde da. Willkommen zurück. Ach, das ist eh er hier. Ach so, ich soll jetzt erstmal mit der Puppe üben. Na ja, okay. Hallo, Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich.
Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Yo, gib her. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Okay. Gib nicht auf. Was genau? Idiote. Was willst du von mir? Okay. Hier. Ach so. Sehr schön. I see. Idiote. Ah. Ah, okay. Also wirklich mit den anderen Sachen herum. Okay. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Dankeschön. Gut, können wir gerade das zweite Duell machen? Oh, ich kann da rein? Nee, natürlich nicht. So, zweites Duell bitte. Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und, nächste Runde? Ja, bitte. Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Sebastian, I guess? Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Ich hab mir jetzt nicht vorher gefragt, aber schön, dass er bereit Zeit hat. Für dein Ende? Verzeihung im Voraus. Wie jetzt drei? Ey, das ist ja voll unfair. Doch bricht violette Schilde mit Kraftzaubern mit dem Aufzauber Akio. Oh. That's the new thing. Akio. Das war's mit meiner Welt. Nein! Fuck. Fuck, Rücken 4. Rücken 4. Okay. Auf die 4. Komm, ich krieg dich. Na, nee, nicht Lumos. Was? Nein, ich war besiegt. Nein. Gut, dass ich nicht auf dich gesetzt habe. Noch eine Runde? Ja, das machen wir gerade nochmal. Ich will es nochmal probieren. Freut mich zu hören. Also 4 und 2, meine Hotkeys. Ja, I know. Nein, scheiße. Oh, fuck. Nein. Willst du noch eine Runde? Ja, eigentlich nicht, aber ich muss. Oh, das ist knifflig. Freut mich zu hören.
Okay, gerade mal dashen. Nein! Fuck, ich bin so gut wie drauf. Nein, fuck. So sehen Sieger aus. Komm, vier. Ach, ich kann auch. Oh, jetzt habe ich es gerade gesehen. Ich kann auch noch die Objekte hin und her schmeißen. Ja. Und dann versuche ich Objekte zu werfen. Schon ob das hilft. Freut mich zu hören. Ja, I know. Komm, komm. Okay, einer down. Komm. Lumos. Nein, zwei. So, geil. Einer noch. Nice! Endlich! Vielleicht mache ich auch irgendwann mal mit. Bravo! Ich habe nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Ja, nein, bitte du nicht. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Dankeschön. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Ich will die gar nicht haben. Aufgabe okay. Erledigt. Also, zurück zu Professor Hackett. Schnellreise. Wo ist er denn? Da hinten. Ich würde mal sagen, hier hin. Müssen wir nicht ewig weit laufen. Das würde Scribner wohl kaum zulassen. Aber was, wenn ich sage... Also es ist jetzt schon kommen, dass ich bei den großen Kämpfen so richtig abkacken werde. Zumindest ohne Controller. Ich werde dann mal, sobald ich hier die LP-Aufnahmen fertig habe, das Ganze mit Controller nochmal probieren. Ich habe ja so einen Xbox-Controller bei mir rumliegen. Mal schauen, ob es damit besser geht. Beziehungsweise, von der Regie, die jetzt gerade zuschaut, ist da jemand in der Regie dabei, der das schon mal mit dem Controller ausprobiert hat, Hogwarts Legacy? Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte sie unterbringen und dass sie erfolgreich in ihren Bemühungen waren. Ja, weitestgehend. Ich habe ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Konzentration. Und halten Sie den Zauberstab ruhig. Okay, F, Leertaste, Leertaste.
Na komm. Nice, neuer Zauber. Ah. Gut gemacht. Ja, ich würde sagen, das machen wir mal anstatt Reparo. Das erste. Kann ich das gerade schon ausprobieren? Entzündung. Der hat aber auch eine Abklingzeit. Ist ein schwerer Schadenszauber. Aber nur auf kurze Distanz. Sie werden besser. Bleiben Sie dran. Und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Leviose. Ah, ich muss dann echt auf den Cooldown warten. Okay, zurück zur Professor Fig. Schnellreise. Kann ich da... Zauberkunst. Oder ist nicht da, wo ich eh schon war? Mal schauen, ob ich jetzt ein bisschen näher bin. Na komm, Spiel. So weit bin ich jetzt auch nicht gereist. Ja, das ist... Ja, das hat sich jetzt echt viel gebracht. Ja, gut, das hat doch was gebracht, weil so weit war es gar nicht. So, Professor, was gibt's? Ah, da sind Warum Sie bist du auf dem Boden? Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los. Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro. 5 Minuten. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche Sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Ja, liebe Leute, und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und euer Feedback gern in die Kommentare. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.